Es sind nur noch die letzten Feinschliffe, an denen die Mieterinnen und Mieter derzeit noch arbeiten. In den Brugger Wirtschaftspark zieht Leben ein. Auf 4600 Quadratmetern haben sich 14 Firmen eingemietet. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes momentan ein Bienenstock. So geht es hier zu. Die Firmen ziehen ein. Mit den Firmen ziehen über 200 Leute in den neuen Wirtschaftspark, beziehen ihre Büroräumlichkeiten, beschnuppern sozusagen die neue Infrastruktur, suchen sich noch sozusagen ihre Plätzchen im Unternehmen und im Haus. Also es geht hier momentan sehr emsig zu und das ist das Gute dabei. Mit dem neuen Wirtschaftspark wurden auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Einige haben massiv zugelegt bei den Quadratmetern, haben damit neue Arbeitsplätze geschaffen, haben damit sozusagen auch dazu beigetragen, dass in Bruck an der Mur hier qualitativ hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Wer sich für das Gebäude im Detail interessiert, im Mai wird es eine offizielle Eröffnung geben. Soll auch begleitet werden von einem Tag der offenen Tür, sodass die Bruckerinnen und Brucker bzw. auch Interessierte von außerhalb hierher kommen können, sich das Gebäude auch innen anschauen können. Und bis dahin wird dann auch die Gastronomie im obersten Geschoss bezugsfertig sein, im Einsatz sein. Und das kann man dann auch verbinden mit einem gemütlichen Tässchen Kaffee oder auch einem guten Essen.